Wait a minute! Was geht ab, Freunde? Euer Stefan hier und herzlich willkommen zu einem weiteren sonnigen und gut gelaunten Pack-Opening. Ja, Freunde, und bei so einem Wetter geht einem doch einfach das Herz auf. Lichtverhältnis heute mal wieder ein bisschen suboptimal, aber was soll's, Freunde? Ich denke mal, heute haben wir einfach alle gute Laune. Ja, und ich war heute Morgen trainieren. Hat doch alles soweit ganz gut geklappt. Danach war ich lecker noch ein Eis holen bei Chesscon. Einfach der besten Eisdeal überhaupt. Schmeckt so geil und ich kriege nicht mal Geld dafür, Freunde. Also das heißt, ich mache Werbung für die, ohne dass ich irgendwas davon habe, weil das einfach so geil schmeckt. Also wenn ihr mal in Düsseldorf oder Gerresheim seid, schaut dort vorbei. Einfach nur richtig geil. War auch gut für meinen Oreo-Bauch. Ja, und danach war ich dann sonnen. Ihr kennt das ja bei mir, Ritual. Wenn einmal die Sonne scheint und es sind einfach über 15 Grad, dann legt der liebe Stefan sich raus in die Sonne, holt das Babyöl raus, schmiert sich ein bisschen ein und brutzelt dann da so 2-3 Stündchen in der Sonne. Ja, und dann bin ich natürlich nach Hause gefahren, weil ich sonne mich immer an einem bestimmten Örtchen. Ja, und dann erstmal schön geduscht. Aber was dann wichtig ist, Freunde, immer schön eincremen, weil... Ja, wenn ihr einfach die ganze Zeit in der Sonne wart, Freunde, dann ist das einfach nicht gut für die Haut. Da müsst ihr euch unbedingt eincremen. Und ich habe heute diese Hyaluron Hydra 3 Feuchtigkeitscreme von meiner Mutter genommen. Ja, und jetzt ist wieder alles seidig glänzend, aber ich würde sagen, genug Kotelett an Backe gelabert. Wir schauen uns heute mal das Team der Woche an. Und das ist einfach nur krank, Freunde. Wir haben Cristiano Ronaldo, sein dritter, vierter in Form. Ricardo, spektakulare Quaresma, Hulk haben wir noch. Wir haben Matuidi. Wir haben Mathieu, Jagielka, Rodriguez und dann haben wir noch den Hermann. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir in den Shop rein, öffnen mal ein paar Päckchen. Auf gut Glück, auf gut Rille. Wir haben heute sogar Special Sets am Start. Wir haben 12 Spieler drin, 3 seltene. Natürlich, glaube ich, alles Gold oder nicht. Und wir bekommen im ersten Begovic. Orion, Oreo, oi, oi, oi. Jetzt richtig Bock drauf. So, Ricardo Folin, leider der falsche Ricardo. Shahan, Rakitický. Martins Gillette und hier noch 2 Duplikate. Ja, sehen wir uns im nächsten Pack wieder. Weiter geht's mit Pack Nummer 2. Wen bekommen wir im zweiten Pack? Komm schon, EA. Wen bekommen wir? Oh, Gargano. Oi, oi, oi. Samuel. Ach du meine Güte. Warm. Cheju. Oh, hier ist so heiß drin. Eine richtig Waschküche. Tim Howard on the front and Muslera in the pack. Oh. Ja, Freunde, hier noch der kleine Hinweis, falls du auch noch Packs öffnen willst, keine Münzen hast, nichts hast, aber unbedingt Packs öffnen willst, weil du auch so geile Spiele haben willst wie ich. Ja, dann schau bei unserem Sponsor vorbei, dort findest du Münzen, PSN-Cards und es gibt da auch richtig gute Möglichkeiten momentan, dir die Münzen zu kaufen. Also da gibt es diese Mule-Accounts, das heißt, ihr kauft einen Account, könnt dann den mit 15 Millionen Münzen bestücken oder so und könnt dann richtig viele Packs ziehen oder auch Comfort Trade, also richtig coole Sachen. Check die mal ab. Ja, und jetzt ziehen wir den guten alten Fernando Torres. Und guck mal, wir haben schon wieder Moussa Sow drin. So, wir haben jetzt 5 Packs gezogen. Magere Ausbeute bisher. Also da ist gar nichts Gutes dabei. Und deswegen jetzt in diesem Pack Stefan zu dem Kiesling. Dann haben wir hier noch Mirante, Kabul, Al-Shamrani Auge und Ben Arfa. Ja, Freunde, und was ich unbedingt nochmal sagen wollte, schaut bei uns bei Instagram vorbei. Also nicht nur bei mir, sondern auch bei René. Checkt mal unsere Links ab. Natürlich alles in der Beschreibung. Dort posten wir immer Bilder und alles. Also seid ihr mal up to date, weil viele wollen ja auch immer noch ein bisschen mehr an unserem Leben teilhaben. Auf jeden Fall checkt da mal in den Links in der Beschreibung die Links ab, Freunde. Dort werdet ihr auf jeden Fall jeden Tag von uns auf dem Laufenden gehalten, was gerade am Bach ist. So, und in diesem Pack bekommen wir Garay. Also... Diese Leute, die wir hier ziehen, sind einfach bisher richtig für den Arsch. Zur Feier des Tages gibt es jetzt mal ein Nose-Pack. Komm schon, wir haben ja Ibra, gab es vor 2 Tagen oder vor einem Tag, gab es ja als Man of the Match. Vielleicht ziehen wir den normalen Ibra und es ist Edin Dzeko. Der war letzte Woche, glaube ich, noch als Second in Form. Jetzt haben wir hier noch Fährmann schon wieder. Können wir alles ablegen und dann kommen wir auch, glaube ich, schon zu unserem letzten Pack, Freunde. Bisher einfach nur Müll drin. So, wir machen jetzt mal die Augen zu und hoffen, dass wir was Geiles drin haben. Komm schon, EA, enttäusch mich bitte nicht. Ey, kann das sein, dass wir genau das gleiche Pack bekommen haben wie eben? Wir haben Sané drin. Den hatten wir doch eben schon. Das lasse ich auf jeden Fall nicht auf mir sitzen. Wir machen jetzt noch ein paar von den 7,5K-Packs auf und hoffen, dass wir da ein bisschen was Besseres drin haben. Ich denke mal, ich schneide da so ein bisschen die Highlights raus. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Einmal im Leben einfach mal einen Cristiano Ronaldo aufgeblinkt bekommen. Das ist doch, was alle wollen. Und wir bekommen Campbell. Wisst ihr, was das Nervigste an Pack-Openings ist? Wenn du hier einfach
in einem stillen Raum rumsitzt und die Packs öffnen sich, weil ich bin so ein Typ, der hört immer Musik. Und hier dann einfach rumzusitzen, das ist fast... Och du meine Güte, was ist das denn für ein Ronaldo, hör mal. Ja, also ich finde es ehrlich gesagt immer so ein bisschen nicht langweilig, aber mit Musik wäre es einfach viel geiler. Ich denke mal, viele können mich da verstehen, weil ich bin so ein Typ, der hört immer Musik jeden Tag. Also jede Sekunde, jeden Tag, sogar beim Schlafen höre ich Musik, ganz krass ausgedrückt. Und dann hier rumzusitzen ohne Musik, weil... Ja, das können wir nicht machen. Das wäre natürlich dann Copyright und die gute alte GEMA, die wollen wir nicht verarschen, ne? Bisher haben wir nur Scheiße gezogen, kann man nicht anders behaupten. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr bei diesem Team der Woche schon was Geileres gezogen habt als Morata oder Schars, weil bei uns sieht das heute echt scheiße aus. Da krauseln sich bei mir wieder die Nackenhaare. Oh, der Rulli, ob ich auf Rolle oder was? Rolle Peter, Rolle Rulli. So, Freunde, wir öffnen jetzt noch 5 Packs im Schnelldurchlauf, damit ihr auch nicht zu lange warten müsst. Im ersten haben wir Carvajal. Den packen wir auf die Transferliste. Die zwei Sachen kommen auch dazu. Ansonsten legen wir alles ab und dann machen wir, wie gesagt, den Schnelldurchlauf. Denn ihr wollt ja nicht zu lange vor der Linse hocken und die ganze Zeit die Hammer macht der Typ da. Der soll sich mal ein bisschen beeilen hier. Komm runter. So, Howard, wen bescherst du uns im zweiten Pack? Es ist Berezutski. Oi, oi, oi. So, was bekommen wir in unserem drittletzten Pack? Alaba, was bringst du uns? André Apfelschüle. Oi, oi, oi. Ist aber leider auch nicht mehr viel wert. Wie gesagt, Freunde, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr mehr Glück als ich hattet. Ich habe, glaube ich, jetzt schon wieder für 500.000 Münzen geöffnet. Ich hatte gestern, glaube ich, auch mal für kurze Zeit so 5-6 Packs aufgemacht. Hatte da diesen Jagielka in Form drin. Aber wie gesagt, momentan sieht es einfach gar nicht gut aus. Und ich würde sagen, wir öffnen jetzt einfach nur noch ein letztes Pack. Und dann war es das soweit auch für heute. So, letztes Pack am Start. Ein Nosepack, würde ich sagen. Und damit verabschieden wir uns heute, wenn es denn mal machen würde. Komm schon. So, Freunde, letztes Pack für heute am Start. Wen bekommen wir? Haben wir noch mal ein bisschen Glück. Und wir haben drin René Adler. Ja, Freunde, auch wenn wir heute jetzt nicht so überkrasses Gutes gezogen haben, hoffe ich, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst es mich mit einem Daumen nach oben wissen. Schaffen wir heute die 10.000 Likes für dieses sonnige Pack-Opening. Würde mich wirklich sehr freuen. Das war's dann. Ich sehe zum ersten Mal jetzt diesen Langfield, hör mal. Der sieht aus. Ja, das war's soweit von mir, Freunde. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen sonnigen Abend. Haut rein und... Ciao! Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Öni hier und herzlich willkommen zum ersten Viertelfinal-Hinrundenspiel gegen den Lions.